Guten Morgen, die Aufnahme für den 12. April. Und dazu möchte ich noch sagen, dass du das immer wieder anschauen kannst oder mitmachen kannst. Das muss also nicht auf das Datum genau sein. Aber ich verbinde mich immer bewusst mit diesem Tag. Genau, ich habe die Mutter des Lichts jetzt so wahrgenommen, dass sie sich hingekniet hat und die Erde einfach in den Arm genommen hat. Und ich habe gefragt, um was es geht heute, und ihre Antwort war, es geht immer um Befreiung, Frieden, Freiheit. Und jetzt verbinde ich mich ganz mit ihr. Schauen wir mal, was sie uns sagen möchte. Sie sagt, ich begrüße dich und ich freue mich gerade jetzt, hier zu sein, mit dir verbunden. Die bewusste Entscheidung, sich neu zu entfalten, ist ein wichtiger Weg. Es ist ein Weg, der dich aus den alten Energien herausführt. Und auf diesem Weg hast du die Möglichkeit, deine eigene Stärke und deine Reinheit immer klarer wahrzunehmen. Und in diesem neuen Raum, in dem du dich bewegst, hast du auch die Möglichkeit, deine eigenen Energien und dein Bewusstsein neu zu formen, im Sinne von Freiheit in Gedanken und in deinem Herz. Die Stärke, die sich immer mehr entwickelt in dir, kannst du vielleicht bereits wahrnehmen in deinem Alltag, in deinem Umfeld. Und ich befürworte diese klärenden Energien, die jetzt auch so stark wahrnehmbar sind, weil du als Menschenkind deine eigene Frequenz stärkst und das Bewusstsein auch mit dieser Energie in Einklang kommt. Das heißt, es entsteht eine innere Balance. Meine Aufgabe, hier auf dieser Ebene zu wirken, ist die Schönheit und das Licht in jedem Menschen, in jedem Wesen zu entfachen. Das wirklich Wahre ist das Licht in dir selbst. Und dies ist die größte Klärung, die größte Klärung überhaupt, sich dieser Energie und dieser Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Stärke zu erkennen. So lasse dich jetzt inmitten dieses Sturms im Außen, immer mehr in deine innere Kraft und innere Freiheit und dies ist die Lebendigkeit in dir, die deine Gedanken stärkt, die
die Lebendigkeit, die Weisheit und den Frieden in Verbindung zur höchsten Liebe, zu deiner eigenen Klarheit, ist der Frieden immer stärker, weil in dieser Energie erkennst du keinen Scham, keine Angst und keine Wertung. Es ist alles richtig und du selbst bist richtig. In diesem Moment, wo du dieses Feld betrittst. Und so möchte ich dir heute die Worte mitgeben, dass in deinem gesamten Feld, in deinem gesamten innersten Raum, in dir und im Außen, die Gleichnisse stattfinden. Denn die Welt verbirgt nichts. Jetzt kannst du einen Moment ganz bewusst und klar deinen Körper wahrnehmen, die Energie in dir. Die unteren Energiezentren und dein Bauch. Und deine Lebenskraft in Verbindung zur Mutter Erde wahrnehmen und die Entscheidung jetzt ganz präsent hier zu sein, hier auf Mutter Erde, in deiner innersten Kraft, in deiner Stärke, in deiner Liebe. Diese Entscheidung hilft dir, deine eigene Wahrheit zu erkennen. Und in dieser klaren Präsenz kannst du dich in die Leichtigkeit begeben und dein Herz, dein Licht und die reine Blüte in deinem Herzen ausdehnen. Deine Vorstellung, der Impuls, ich dehne mich ganz weit aus, ich bin unendlich weit, klar, und gestärkt in mir. Jetzt habe ich so das Bild, wie im Bauch diese orange, kraftvolle Energie schwingt und wie in meinem Sakralchakra, also Sakralchakra Mandala, das ja noch nicht fertig ist, aber genauso diese leuchtende Kraft.
kraftvolle Farben, die dich hier in deinem Körper stärkt. Und jetzt nehme ich die Mutter des Lichts wahr, wie sie sich verneigt und sie sagt, ich liebe diese bewusste Verbindung zu dir, zu euch. Und ich erinnere mich an meine Weltenleben und ich freue mich, hier zu sein. Und sie geht wieder einen Schritt zurück. Und ich bedanke mich bei der Mutter und bei dir. Und ich wünsche dir einen ganz schönen Tag, kraftvoll in deiner Mitte. Und so zum Einmitten mache ich wirklich oft so diese Bewegung. So. Und der Gedanke, ich bin ganz in meiner Mitte. Und ich freue mich auf morgen und wünsche dir einen ganz schönen Tag. Tschüss.